erst ein Creeper von hinten kommt oder jemand, der mich reinschubst, den bringe ich um. Wow. Was denn? Monster? Ja, fast reingefallen, Lava. Echt? So, was kann man hier noch alles finden? Nur ein bisschen Eisen ist hier. Hier ist so ein Höhleneingang wieder. Wieder so eine Art Höhle. Hier geht es irgendwo hoch. Komm mal hierher. So was habe ich auch noch nie gesehen. Oh mein Gott, du kleine Hure. Oh, ich dachte, es wäre ein Creeper. Keine schlimmen Wörter. Komm mal hierher. Ich bin doch hier. Wo? Achso. Oh, da ist ein Enderman, der hat mich gesehen. Ich verpiss mich. Der haut mir so auf die Fresse, haut er mir. Da müssen wir lang, weißt du, was ein Riesen. Da müssen Diamanten sein, ich weiß hier. Ich hol mal kurz was zu trinken. Okay, ich kill den schon lange. Du killst den Oder Enderman. Auch nicht. Ist der Enderman da? Da sind zwei Stück. Endermans? Ah, ne, das war ein Zombie. Der war auch schwarz. Boah, die Höhlentour wird der Knaller. Helfen, weißt du, was ich gerade gemerkt habe? Mhm. Ich habe jetzt 2 Stunden lang nicht recorded. Ah, oh, Idiot. Aber Spaß. So, jetzt kriegt der Enderman auf Schnauze. Oder auch nicht. Jetzt bist du zu Hause, oder was? Ja. Oh Mann. Jetzt kann ich mir ja deinen Diamant einsacken. Wo bist du überhaupt hin? Ich war ja gerade kurz trinken, wo bist denn du? Da, wo der Enderman war in etwa. Ich höre den nur, aber ich sehe ihn nicht. Ich habe Angst, dahin zu gehen, bevor er mich wegklatscht. Ey, jetzt hätte ich einen Kürbis gebraucht. Weißt du, was für was der Kürbis ist, gell? Hm? Du weißt, für was der Kürbis ist. Nö. Wenn du den auf den Kopf setzt, hast du vielleicht eine kleinere Sicht, aber der Enderman tut dir nichts. Ach so. Jetzt hätte ich einen Kürbis aufgesetzt. Ich finde deine Sachen nicht. Ich finde den Enderman zwar. Weiß aber gerade nicht, wo du gestorben bist, weil ich ja kurz was trinken war. Meine Fresse, ist es geil hier drin. Endlose Höhle, ey. Die Frage ist echt, wo ist denn der Heaven gewesen? Irgendwo im dunklen Gang weiter. Wieso hauen die dich eigentlich immer, die Endermen? Ah, da, ich hab deine Sachen. Und, nee, mein Inventar ist voll. Spitzhacke, ich schmeiß ein paar Sachen weg, die ich nicht brauche. Muss ich dir deine Sachen dann wiedergeben oder sind die jetzt mir? Kannst du gerne wiedergeben. Kannst du gerne wiedergeben. Den Apfel esse ich jetzt, würde ich sagen. Ich weiß zwar jetzt nicht, was genau dir war. Auf jeden Fall der Diamant. Tu ich mal hier beleuchten, damit die Leute wieder was sehen. Hier ist mein Zombie-Freund, der Gustav. Der kriegt erstmal schön einen Nackenklatscher. Oh oh, über mir chillt so ein Creeper, der wollte bestimmt einen auf Assassine machen und gleich runterspringen. Ich guck grad hoch, auf einmal lacht er mich an. Boah, hab ich mich erschrocken. Oh mein Gott. Du musst dir vorstellen, du guckst grad hoch und dann grinst er sich so an. In meinem Texture Pack sieht er aus wie SpongeBob mit so einem Lächeln. Oh. Er hat sich stehen geblieben, ey. Der wollte bestimmt einen auf Assassine machen. Das ist so eine versteckte Klinge oder so. Also der Pitbull braucht langsam eine Truhe oder irgend sowas. Ich muss ja die Sachen verstecken. Oh, was geht da unten? Oh, du Hure! Oh! Oh, der ist doch einer auf Assassine gemacht. Ich habe noch 2 Herzen. Ich muss schnell was essen und chillen. Bevor ich hier noch sterbe, wir finden das nie wieder. Das weißt du, gell? Ja. Ich muss kurz auffüllen, bevor ich zu dem Skelett gehe und dem auf Fresse haue. Oh, Keule, Keule. Ich bin schon zu alt für sowas. Für so Reaktionen.
glaube, das nächste Mal, wenn ich hier runtergehe, brauche ich eine Panzerung. Da ist schon wieder ein Creeper. Gehen wir in den Kampf oder haben wir Angst? Pitbull hat doch keine Angst. Das Blöde ist, wenn man gerade erstmal in die Höhle ist, dann hat man schon wieder komplett Hunger. Bist du jetzt wieder auf dem Weg hierher? Ja. Ich gebe dir 10 Euro, wenn du mich findest, ey. Ich mein Inventar ist voll. Scheiße, Pitbull hat ein Problem. Boah, 2 Skelette gegen einen. Come on. Komm runter. Du Sau, komm runter, wenn du Strauß. Glaub, ich krieg dich da runter. Wie, du schwebst noch. Komm her. So. Hier zeigt der Zombie mir einfach, wo die Diamanten sind. Ich laufe hier rum wie ein Depp. Ich finde keine Diamanten. Du findest direkt. Oh, Gold, Diamant. War nur einer, kriegst nix. Wieder ein Gang, wo ich nicht war, weil der noch nicht beleuchtet war. Toll, wie eine Sackgasse oder was? Gold. Okay, Gold ist jetzt nicht so wertvoll, aber besser als nichts, würde ich sagen. Alter, wo sind wir denn weitergegangen? Ich würde jetzt gar nicht mehr wissen, wie man nach Hause kommt. Jetzt wäre ich gerne nach Hause, also bereit für den Heimweg. Den Heimweg anzutreten. Ey, welche Mann, wie tief bin ich denn? Y, ich bin hier oder? Bei einer einzigen Truhe. Y ja. Ist Tiefe? 13,62, also 13 Blöcke tief oder was? Ich genauso. Vielleicht finde ich dich ja. Also du bist auch 13? Mhm. Hä? Wenn ich einen Block hochgehe, bin ich 17, das ist es nicht. Oh, scheiße. Doch, da ist das eigentlich. Ich block okay, 15, 16, 17, 18. Ja, eins höher, umso höher die Zahl. Ah, Pitbull versteht. Aber ich will Diamanten. Ich bin bei dieser einsamen Handwerkstruhe, die du hier hingemacht hast. Ja, die ist ja noch ganz. Ey, da bin ich auch froh, wenn ich die finden würde. Ach so, bei der Werkbank meinst du? Ja. Selbst die würde ich nicht mal finden jetzt. Ich dachte, du wärst bei meiner Kiste. Ah, da hinten ist Gold. 2 Stück. Creeper, bleib da, wo du bist und wir werden Freunde. Glaub mir. Wenn du einfach da bleibst, okay? Danke. Ey, wenn ich einfach einen Dorfbewohner anrufen könnte, der mich abholen könnte. Ein Taxi. Der Jackson, nimm mal so einen Golem mit und hol mich mal. Wo war das Gold jetzt? Da hinten. Wenn ich geduckt bin, könnt ihr mich immer noch runterschubsen. Wo war denn das Gold? Ja. Okay. Boah. Pitbull hat einen Meistersprung gemacht und unter mir war Lava. Boah, ich bin auf ein Adventure vorbereitet. Hätte ich jetzt verkackt, weil du weißt, wie ich im Jump'n'Run bin, wäre ich direkt in Lava gesprungen mit deinem Diamant. Oh Mann, ich will nach Hause. Ich nehme mal ein paar Fackeln mit. Warum sollen hier doppelt welche sein? Boah, ich komme hier nie wieder raus. Hier sind Fackeln, die habe ich auf jeden Fall nicht aufgestellt. So ist es so 2 nebeneinander und so. Wo bin ich denn jetzt hier? Ich bin gleich tot. Ich sehe deinen Namen. Warum bist du tot? Boah, ich bin schon wieder in der Höhle. Ich bin schon wieder in der Höhle, wo nichts beleuchtet ist. Creeper. Der landet jetzt in Lava, der Sack. Ich guck immer mal hinter mich, ob da ein Monster ist. Ah, Slimy Ball. What's up, my friend? Tot.
Oh, Enderman, lass mich ja in Ruhe. Ich hab dir nichts getan, du hast mir nichts getan, noch nicht. Alles ist cool, alles ist cool. Okay, ich bin wieder tot. Hier ist Eisen ohne Ende, Kohle ohne Ende. Enderman ohne Ende. Renn, Pitbull, renn! Ey, tut er mir was? Ich hab ihn nur ganz kurz angelächelt. Tut er mir was? Der Volk, boah, der guckt mich an. Tut er. Oh mein Gott, ich hab Angst. Der Enderman, tut er mir was? Hoffentlich. Oh nee, der chillt wieder sein Leben. Obwohl, nee, hoffentlich nicht wegen meinen Sachen. Ja, ich hab alles voll. Oh, Enderman, verpiss dich doch mal. Ich will da hingehen, wo er ist. Weißt du, was denn da ist? Eine noch größere Höhle. Da ist locker ein Diamant, ey. Geil, ich versuch den Rückweg hinten rum. Okay, ich versuch's einfach hinten rum. Och, ich habe hier noch eine zweite Diamantspitzhacke. Oh, ich dachte, das wäre ein Creeper, ey. Das war nur so eine scheiß Hand. Oh Mann, ich hab keinen Platz mehr. Ich muss was wegwerfen. Aber was? Den Diamant werfe ich weg, oder? Ja, den Diamant brauche ich nicht. So, Enderman, ich komme von hinten. Ui. Soll noch einer sagen, ich bin doof. Schön von hinten gerade. Creeper? Oh Gott, ich habe Angst, Alter. Schade, dass Creeper jetzt nicht ausgeschaltet sind, weil die so in einer geilen Höhle. Oh, Enderman ist schon wieder da. Oh, das war du Skelett, gell? Du warst das. Du hast mich angeschossen. Hoffe ich für dich. Ich kann der Enderman sich nicht verpissen. Kann ich ihn nicht rauslocken? Hm? Der Enderman soll mal da abhauen. Da, wo er ist, will ich nämlich hin. Tja. Oh mein Gott, das ist so ein Wichser. Unten sind Creeper und Spinnen. Oh Mann. Der Diamantschwert wäre natürlich viel schöner. So zwei Schläge Creeper weg. Wie geht noch mal eine Rüstung? Mobspawner, kann ich ihn kaputt machen? Mobspawner? Dann ist er aber komplett kaputt und kannst nicht mitnehmen. Ich will es nicht mitnehmen. Ich will ja, dass der keiner spawnt. Das spawnt nämlich alles eine Spinne. Spawn ja, mehrere Spinnen. Wie? Einfach draufschlagen mit einer Spitzhacke. Okay, warte ich mal erstmal. Weil der spawnt nämlich alle zwei Sekunden eine Spinne. Creeper, komm mal her. Jawohl. Und eine Truhe ist daneben, weißt du? Hm. Okay, ist kaputt, das scheiß Ding. Das geht ihn. Ja jetzt nicht mehr, dass wenn einer pennt. Ey, in der Truhe ist... In der Trier... Nein, geht nicht. In der Truhe sind 4 Eisen, 2 Kakaobohnen, die ich jetzt nicht mehr mitnehmen kann, und 2 Brot und ein Eimer und 2 Faden. Okay, was werfe ich weg, was ich nicht brauche? Beziehungsweise, ich könnte jetzt hier eigentlich alles in die Truhe tun. Ich nehme die Truhe mit am besten. Gute Ideen. Ich esse jetzt den Apfel. Der geht mir eher auf den Piss. Oh, ich kann ihn gar nicht essen. Weg damit. Scheiß Apfel. Kakaobohnen nehmen wir mit. Was können wir noch wegschmeißen? Schau den Scheiß Enderman. Ich baue mir gleich hier eine Tür hin und hier chill ich dann, ey. Knochen brauche ich auch nicht. Ich nehme jetzt die ganze Kiste mit. Scheiße. Wieso kann ich die Kiste nicht abbauen? Ah doch. So, Kiste habe ich jetzt auch am Start. Das heißt, wenn ich ein bisschen einen Platz gefunden habe, wo man vielleicht denkt, ah, oh, den finde ich wieder, baue ich eine Kiste mit meinen Sachen. Gibt's da einen Platz dort? Hier sind momentan nicht. Wenn ich jetzt eine Kiste hier hinbaue, ich will es nie wieder finden. Hast du eigentlich meine Diamantspitzhacke? Nee, nicht das, ich wüsste. Ich muss mal gucken. Doch, habe ich. Warum benutze ich meine eigene, verdammte Kacke? Doch, ich hab die. Dann ist gut. Ich habe jetzt endlich wieder Kakaobohnen gefunden.
Ey, ich finde sogar die Endermans brutaler als die Creeper. Warum? Ja, weil die klatschen nicht einfach weg. Die Creeper kannst du ja noch ein bisschen... Die sind schwächer. Aber wenn die explodieren direkt bei dir, dann hast du auch keine Chance. Boah, so eine scheiß Strömung, die mir in die Lava rein. So. Ja genau, wenn die genau neben mir explodieren, habe ich auch keine Chance, das stimmt schon. Aber wenn ich die vorher weg Nackenklatscher gebe, kann ich noch Lapsitz Ludi einsammeln. Ja. Es werden meine Bartfliesen, Leute, in meinem Feriendorf später. Ich wette, die ganzen Zuschauer, die hoffen einfach nur, hoffentlich kommt gleich ein Creeper, hoffentlich macht's gleich bumm. Alle schön schadenfroh. Ja, klar. So, hier ist bin ich ja genauso eigentlich immer. Ja gut, aber wenn man jetzt, guck mal, wie lange wie ich jetzt in der Höhle bin und was für Sachen ich habe. Wenn ich jetzt sterbe, ich glaube, dann mache ich Minecraft nicht mehr eine Woche an. Ist wieder Eisen ohne Ende. Das Ding ist, ich habe jetzt schon so viele Sachen, ich würde jetzt gerne mal safen, weißt du? Mhm. Einfach mal so slash home eingeben wäre jetzt was Schönes. Oh Mann. Mein scheiß Inventar ist voll. Ich kann jetzt nur die Stacks auffrischen, die ich jetzt noch hab. Und immer mal gucken, ob da ein Enderman oder so ein Scheiß kommt, weil ich höre den Enderman die ganze Zeit. Ich bete zu Gott, dass ich hier wieder raus... Enderman ist da! Ich trau mich auch nicht mit... Mann, Sprachfehler des Todes. Ich hab Angst, ihn zu boxen. Dann klatsche er mich weg und dann... Oh, hier ist Gold. Kann ich aber... Doch, kann ich. Ich suche mir einen anderen Weg. Bist du wieder in der Höhle? Ja. In der Hoffnung, dass ich jetzt dich mal wieder finde oder irgendwas. Find mich mal wieder, damit ich hier wieder rauskomme. Ich versuche mich mal nach oben zu buddeln, oder hältst du es für eine scheiß Idee? Nö. Ja. Kann ja sein, dass ich auf Lava stoße und dann tropft's runter. Na, da siehst du ja Tropfen schon durch die Steine durch. Ah, das finde ich gut. Ich habe nichts zum Hochbauen. Ich muss was wegschmeißen, was ich nicht brauche. Was brauche ich denn nicht? Das ist die Frage, gell? Kakaobohnen habe ich 2 Stück zu Hause. Die kann ich ja nach dem neuen Update einfach einpflanzen, gell? Müsste ja eigentlich dann... Ich habe hier einen Eimer. Deswegen war da ein Eimer drin. Pitbull ist schlau. Weißt du, warum da ein Eimer drin war? Kannst Lava löschen. Ich tue da jetzt Wasser einfüllen. Und dann, wenn ich in Lava falle oder wenn ich brenne oder sonstiges, kann ich mich selber löschen oder so ein Scheiß, gell? Oh, wieso kann ich kein Wasser rausholen? Muss ich da so eine Quelle suchen oder was, wo das Wasser steht? Nö, glaub nicht. Ich kann kein Wasser, also von der Strömung kann ich kein Wasser holen. Mann, Piss. Ah, jetzt hab ich. Jawohl. So, jetzt hab ich schon einmal Wasser. Tue ich am besten auf die 2. Dass wenn ich wirklich irgendwo reinfalle, ich dann Wasser... Ich weiß halt...